Ich habe den Film ja schon sehen dürfen. Gefällt mir super gut. Wirklich? Ja, finde ich schön. Gut. Hast du mehr gesehen als ich? Ehrlich? Ja. Er hat nämlich nur den Director's Cut gesehen. Ja. 4 Stunden 20. Nein. Und ich kam gar nicht drin vor. So, ja. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr dann auch Nannies für eure Kids? Also ich habe, die Kinder. Nee, ich habe persönlich eine Nanny für mich. Und also ich ab und an gönne ich mir selber eine Nanny. Einfach weil man auch sehr viel unterwegs ist und das nicht immer alles selber tragen kann. Ich kann mir meinen Brei immer noch nicht selber zubereiten und bin dann immer sehr froh, wenn ich jemanden habe, der mir da hilft. Ich hatte früher tatsächlich Au-pair-Mädchen, ja. Sehr attraktive Au-pair-Mädchen, das war mir persönlich immer sehr wichtig. Und ich hatte Rottweiler. Ja. Und die Botschaft finde ich noch ganz gut, dass ihr sagt, also für das, was einem wichtig ist, halt zu kämpfen. Richtig. Und was würdet ihr dazu sagen? Habt ihr da irgendwie auch eine persönliche Erfahrung oder wann merkt man, wann ist es Zeit aufzugeben? Es ist nie Zeit aufzugeben. Ich glaube, es ist immer, also ich bin grundsätzlich nie dafür aufzugeben. Ich würde immer weiter kämpfen, bis man tot umfällt. Und das kenne ich halt aus eigener Erfahrung, aber dann muss man auch wieder aufstehen danach. Und dann, dann merkt man, vielleicht war es doch zu viel. Man muss jetzt, ne, wenn man wirklich tot umfällt, dann war es krass. Dann hat es sich auch gelohnt, dafür zu kämpfen. Weil dann muss man auch sagen, bis hierhin und nicht weiter. dann weiß man, wo Schluss ist. Ne? Ja. Also wenn man das erreicht hat, dann ist Feierabend. Nein, aber tatsächlich ist ja, glaube ich, so, dass man, wenn man schon mal für irgendwas gekämpft hat, und das hat jeder schon mal in seinem Leben, und man am Ende belohnt wird, weiß man, dass egal wie mühsam oder wie hart der Weg dahin war, dass dieses Belohnungsgefühl, was auch generell bei allem, glaube ich, gilt, was Überwindungen angeht oder so, immer das Schönste ist, wenn man das dann irgendwann erreicht. Und ich glaube auch, dass wenn man, jetzt keiner von den Typen, der sagt so, ey, lebe deinen Traum oder ne, wenn du nur fest genug dran glaubst, dann passiert das alles irgendwann mal. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich so Ziele hat, sollte man zumindest daran festhalten und sie nicht aufgeben. Und wenn es ein bisschen länger dauert, kann man es aber trotzdem immer noch schaffen. Mhm. Das finde ich interessant. Also was würdest du dann vielleicht auch jungen Menschen dann mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht so ihre Träume und Ziele haben, aber jetzt nicht wissen, wie startig oder überhaupt, was wären so deine Tipps und Inspirationen dazu? Was glaube ich wichtig ist, ist bei mir war es auch so, ich habe nie so eine richtige Vision gehabt von dem, was Sache ist, weil man aber glaube ich nie so richtig erkannt hat, was man denn überhaupt kann. So. Und am Ende muss ich mir eingestehen, ich kann nichts. Und dann bin ich beim Fernsehen gelandet. Und jetzt sogar beim Film. Und mit so wenig, dann so viel erreicht zu haben, ist ganz gut. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, dass man, glaube ich, wirklich, man sich nicht so unter Druck setzen darf. Weil ich glaube, man lebt halt in so einer krassen Gesellschaft, wo es immer darum geht, so wie erfolgreich ist das? Und man misst sich immer mit allen anderen so. Ich glaube, es ist ganz wichtig für sich selber, was zu finden, wo man sagt, so, da bin ich mit mir im Reinen. Und ich messe mich nur an mir, was unglaublich schwer ist, glaube ich. Wenn man das schafft, so wirklich zu sagen, so, ich gucke nur oder höre. Ja? Ich war noch nicht fertig. Ich höre nur auf mich selber, aber man sollte nie anfangen, sich mit anderen zu vergleichen, weil das ist, glaube ich, der wirklich Todesschuss als solcher, weil das ist immer, das geht einem selber ja auch so, wenn man anfängt, ach man, der hat das und der hat das erreicht und man selber ist irgendwie erst da und dann guckt man sich aber an, wo man ist und denkt so, was hast du für ein Problem? Du hast schon wahnsinnig viel geschafft und ich glaube, das ist auf allen Ebenen gleich. Man soll nie anfangen, sich mit anderen zu vergleichen. Und junge Menschen müssen, glaube ich, es geht darum, dass jeder, wenn er einen Traum hat, oder zumindest träumt ja jemand, jeder träumt ja bestimmt von irgendwas, ne? Und wenn man da einen Ansatz in sich findet, zu sagen, ey, das fühlt sich für mich möglich an, das will ich unbedingt, dann halt auch dafür alles zu versuchen, ne? Und sei es halt nur zu sagen, ey, ich muss, schaff's rüber bis zur Bushaltestelle. Dann schafft man es rüber bis zur, ne, es gibt ja, wie, ne? Also ich, kleine Schritte. Ganz wichtig ist nie bei DSDS mitmachen. War das keine gute Antwort? Das war annehmbar, auf jeden Fall. Schneiden wir raus. Schneiden wir das nachher? Wir schneiden das nachher. Okay, gut. Dann passiert ja nichts. Das war jetzt deine erste große Rolle, kann man so sagen, ne? Der erste Film. Achso, seine. Erzähl mal, wie war das so für dich? Welche Herausforderungen hattest du? Ich bin ultra schlecht im Auswendiglernen und hatte so ein bisschen das Gefühl, das hat man gemerkt, dass es reicht, wenn man so grob weiß, was passieren muss, und bin dann aber am ersten Tag sofort darauf hingewiesen worden. Und mein erster Drehtag war nicht der Tag mit viel Text, das war so, glaube ich, schon ein ganz absichtlich gewählter Einstiegstag, um mal so ein bisschen Filmluft schnuppern zu dürfen. Hab dann aber ganz schnell gemerkt, dass sie sehr viel Wert darauf legen, dass man das genauso spielt, wie es aufgeschrieben wurde, und das war für mich hart, weil ich dann ab dem Tag wusste, fuck, ich muss wirklich abliefern, sonst funktioniert das nicht. Und es gab Tage, wo das halt gar nicht funktioniert hat. Und es ist, für mich persönlich war es eine wahnsinnige Erfahrung, weil man nach Hause gekommen ist mit dem tollsten Gefühl der Welt und gesagt so, fuck, ist das geil, das macht das Spaß. Und am nächsten Tag kann es sein, dass man nach Hause gekommen ist und gesagt so, ich will nie wieder dahin, das war die größte Scheiße. Also es liegt so nah beieinander, das war unglaublich. Und es ist aber auch so,
für mich, der den Film immer noch nicht gesehen hat, ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich den heute Abend auf der Premiere sehen darf, wie das dann wirkt. Ich glaube, es wird auch total komisch sein, sich da selber so zu sehen auf einer Kinoleinwand, wo andere Leute dann da sitzen und das beurteilen. Da muss ich, glaube ich, auch noch lernen, mit umzugehen. Es ist aber einfach... Was das beste Zeichen ist, in dem Film sagt man nicht, Joko Winterscheidt spielt mit, sondern man redet immer über diese Figur, dieses Arschloch, das er spielt. Und die ganze Kostümierung, wie er aussieht, darauf bin ich total stolz, weil ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, der sagt, also der Joko Winterscheidt war, was der da gemacht hat, sondern es ist immer die Figur, die er spielt. Und damit haben wir alles erreicht. Man Ziel muss aber auch erreicht. Sagen, dass viele Leute Matthias... Nein, muss man nämlich nicht sagen. Dass viele Leute Matthias einfach gerne auf die Schulter klopfen und ihm nicht wirklich die Meinung sagen, so wie ich auch nie dir wirklich die Meinung sage. Aber das ist meine Meinung. Obwohl, stimmt, das mache ich auch oft. Guter. Deswegen kann ich da nichts aufgeben. Wie hast du jetzt so das, den Cast eigentlich ausgesucht? Also auch die Kids waren ja super ausgewählt. Tolle Schauspieler. Die Kinder, Jacqueline Rietz hat das Casting gemacht, das Kindercasting, die Kinder sind der Wahnsinn. Ich finde Paula Hartmann, die meine Tochter spielt, die Winnie sieht aus wie die junge Christina Ricci, nur halt in jung. Mhm. Und Arbeit ist ein Knaller. Also ich finde auch, die Kinder sind der Wahnsinn. Vor allen Dingen total mutig. Ne? Und die Kinder haben sich immer gefreut, wenn man sagt, sag mal sowas wie Schlampe oder sag mal sowas wie du Hure. Und die Kinder schon, jetzt darf ich das nicht sagen, wie cool. Und dann haben die Vollgas gegeben, das war toll. Das war erst was, wo ich so ein bisschen schlucken musste, weil ich dachte, feier. Klar. Ja, also in dem Alter und will man das? Ja? Will man, dass die Kids so reden? Ja? Und Wenn man ehrlich ist, die Kids reden so. Ja, ich glaube auch. Ne? Also hinter unserem Rücken, glaube ich, ist kein... Also wenn man die beiden Kinder aus dem Film jetzt mal exemplarisch nimmt und die Worte, die die dann in den Mund nehmen, ich glaube, wenn man Kinder in dem Alter einfach mal beobachten würde, wäre man zufrieden, wenn sie nur das in den Mund nehmen, was im Film passiert. Das ist auch lustig. Ich war bei Freunden und saß da und dann kam der 15-jährige Sohn rein und sagte so... Ich habe gar keinen 15-jährigen Sohn, ich bin ein einziger Freund. Dann kam der 15-jährige Sohn rein und sagt irgendwie so, oh Mama, ey, ich bin so eine blöde Fickscheiße hier, ey, ich habe echt eine 5 in Mathe und so. Und dann die Mama, du hast eine 5 in Mathe, sag mal, das gibt's doch wohl nicht. Warum, was ist denn los? Und er sagt, ey Mama, echt chill mal hart, du musst einfach mal echt hart chillen, ey. Und dann sitzt du daneben und denkst dir auch so, alles klar. So ist es nun mal und das war ein Lebenszitat. Chill mal hart, das ist mein Motto. Das ist mein Lebensmotto, chill mal hart nach Dream Big. Und drink a lot. A little party never killed nobody. Mein Lebensmotto ist, betrunken ist man erst, wenn man auf dem Boden liegt und sich festhalten muss. Oh Gott. Das ist... Das gibt wirklich das Gefühl. Ne? Das gibt wirklich das Gefühl. Das aber zum Glück ist mir so noch nie passiert, von grünem Tee kriegt man sowas ja nicht. Und zum Abschluss, warum soll man in den Film reingehen? Ja, gute Frage. Das frage ich mich auch. Nein, weil ich glaube, ich finde, es sind 1,5 Stunden, man kann sehr viel lachen, es ist was fürs Herz, es ist Unterhaltung, man kann es schaffen, eine ganze Tüte Popcorn aufzuessen, man sieht gute, lustige Schauspieler und kriegt noch eine schöne Message. Und es gibt Explosionen. Ja. Und ich liebe Explosionen. In jeglicher Form. Okay, wollen wir nicht ins Detail gehen? Danke. Ja, danke schön. Danke.